Zweifel und Angst machen sich bei Maren und Michael Schnieder breit, wenn sie durch ihre eigenen vier Wände laufen. Risse und tiefe Löcher, soweit das Auge reicht. Der Wohlfühlfaktor im Eigenheim, für die werdende Mutter nicht mehr vorhanden. Ich kann mittlerweile seit fast 2 Jahren nicht mehr ordentlich schlafen. Deswegen jetzt auch mit der Situation, dass wir unseren ersten Nachwuchs quasi erwarten und die Sache immer noch läuft, das macht einen wütend traurig, weil wir können für die ganze Sache nichts. Zunächst scheint alles perfekt. Das Ehepaar kauft 2021 eine Doppelhaushälfte in Edewächterdamm in der Gemeinde Bösel. Aufgrund des Moorbodens wird ihre Seite des Fundaments auch vom Vorbesitzer regelmäßig saniert. 2022 dann der Schock. Die Nachbarhälfte sagt ab und demoliert dadurch auch das Haus der Schnieders. Die Maßnahmen waren, dass ich dann selber unter unserem Kriechkeller mal gegangen bin und erstmal bei uns unsere Fundamente angeguckt habe, wie die alle aussehen. Und durch eine kleine Luke konnte ich dann die Fundamente vom Nachbarhaus sehen. Und dadurch habe ich dann wirklich sehen müssen, dass ein kaputtes Fundament versucht worden ist, mit Kanthölzern und Spanngurten wieder so zu fixieren, als würde nichts passieren. Der ehemalige Besitzer verkauft seine Hälfte. Die neue Eigentümerin soll diese dann abgerissen haben. Auf Nachfrage von 17:30 Sat.1 Regional will sie sich persönlich dazu nicht äußern. Laut Landkreis sollen die Maßnahmen aber ohne Genehmigung und ohne Absprachen erfolgt sein. Der Abriss der Doppelhaushälfte von Frau B. hätte eine Abrissanzeige und der Hinzuziehung eines Statikers bedurft. Der Landkreis Cloppenburg wird daher ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Außerdem fordert der Landkreis einen Sanierungsplan für Fundament und Fassade. Denn das Holzprovisorium, das die Außenwand aktuell hält, ist keine Dauerlösung. Wer die Sanierungskosten trägt, ob Familie Schnieder oder die Nachbarin, sei laut Landkreis aber privatrechtlich zu klären. Bei den Fundamenten kann ich mir das vorstellen, ja. Weil die auch wirklich, das ist eine Grenzwand, dass man da 50-50 macht, wenn die Juristen sagen, muss so sein. Dann ist das so, wäre ich mit einverstanden. Aber ich sehe das nicht ein, dass ich eine Fassade dahin bauen soll, weil sie keine Doppelhaushälfte von einem zum anderen Tag mehr ranbauen möchte. Heißt, zur Not kämpft Familie Schnieder für ihr Eigenheim auch vor Gericht. Erst wenn das Fundament gesichert ist, können die Arbeiten im Haus anfangen. Ausziehen ist keine Option, denn hier haben sie ihre Wohlfühloase gefunden. Im Endeffekt ist dieses Haus hier tatsächlich ein kleines Traumhaus, alleine mit dem großen Garten, mit dem Teich, mit unserem selbstgezogenen Obst und da kann man auch so richtig die Seele auch mal wieder resetten. Im November erwarten Maren und Michael Schnieder ihr erstes Baby und als Familie wollen sie sich dann in ihrem Zuhause rundum wohl und sicher fühlen.